Freunde des gepflegten Offensivfußballs sollten sich diese Partie eher nicht anschauen. Ja, warum? Naja, in der Liga trennen sich diese beiden Mannschaften 0-0. Beide Mannschaften haben ihre klaren Stärken in der Defensive, auch das gilt es festzuhalten. Und in 7 der letzten 11 Ligaspiele von Nizza stand es sogar zur Pause noch 0-0. Der Pokal, das ist ein wunderbar attraktiver Wettbewerb. In Deutschland stehen die Viertelfinalspiele an. Dazu haben wir mit Timo Hildebrand 2 Sendungen für euch produziert. Schaut gerne mal rein. Aber auch international geht es ordentlich zur Sache, auch im FA Cup. Und dazu brauchen wir Marcello. Bonjour, merhaba, buenos dias, guten Morgen, Carsten. Ihr seht, der hat schon wieder einen Clown gefrühstückt. Wunderbar. Wir fangen mal an mit einem Wiederholungsspiel im FA Cup. Übrigens gerne auch ein Abo hier liegen lassen, wenn ihr mehr Kaspereien braucht. Ja, wir nehmen euch gerne mit ins Boot. Also, Wiederholungsspiel FA Cup, Aston Villa gegen Chelsea. Genau, wir fangen an mit Aston Villa gegen Chelsea. Du hast es angesprochen, Wiederholungsspiel. Vor nicht mal 2 Wochen sind sich die beiden Mannschaften im Pokal bereits begegnet. Damals an der Stamford Bridge, damals endete es 0-0. Dementsprechend gibt es jetzt dieses Wiederholungsspiel, was ja nur noch bei den Engländern in dieser Form gibt, zu diesen frühen Stadien oder zu diesem frühen Zeitpunkt des FA Cups, dass man eben bei Unentschieden nicht in die Verlängerung geht, nicht ins Elfmeterschießen, sondern eben dieses Wiederholungsspiel gibt. Und da muss ich sagen, Aston Villa für mich hier tatsächlich leicht favorisiert, weil sie zu Hause einfach extrem stark sind. 9 Heimsiege in 11 Heimspielen. Am Wochenende haben sie zudem nach 30 Minuten auswärts bei Sheffield United 4-0 geführt. Nach 30 Minuten. Ja. Am Ende gab es dann 5-0 Erfolg, also die Form passt auch. Und bei Chelsea muss ich beides so ein bisschen in Frage stellen, denn sie sind auswärts schwach, haben erst 4 Siege geholt in 11 Auswärtsspielen, haben 5 der letzten 6 Ligaspiele in der Fremde verloren und haben auch unter der Woche am letzten Mittwoch mit 1-4 bei Liverpool den kürzeren gezogen. Dementsprechend sage ich, Aston Villa kommt weiter. Das Ganze kombiniere ich noch mit dem unter 4,5 und dann bekomme eine Quote von 2,02 bei 2 Units als Einsatz. Ein weiteres Wiederholungsspiel im FA Cup lautet Southampton, also die Saints, Ex-Club von Ralf Hasenhüttl gegen Watford. Und da gehe ich jetzt einfach auch mal auf die User-Wünsche ein, denn es gab tatsächlich den einen oder anderen, der sich erhofft hat oder der sich gewünscht hat, dass ich auch mal etwas weniger große Vereine oder kleinere Vereine mit in die Verlosung nehme. Das ist mir jetzt, denke ich, ganz gut gelungen in dieser Sendung, unter anderem eben mit dieser Partie Southampton gegen Watford, 2 Zweitligisten. Du hast Ralf Hasenhüttl angesprochen. Bei Watford haben wir ebenfalls einen bekannten Trainer an der Seitenlinie, nämlich Valerian Ismael, der ja auch eine Bundesliga-Vergangenheit hat, sowohl als Spieler wie auch als Trainer. Und trotzdem ist Southampton der klare Favorit. Die Saints haben seit 21 Ligaspielen nicht mehr verloren in der zweiten Liga, in der Championship, haben 7 der letzten 8 Spiele gewonnen und haben auch 8 Heimsiege in Folge gelandet. Deswegen eine relativ klare Ausgangslage zugunsten der Saints. Und deswegen sage ich auch, dass die Saints gewinnen werden nach regulärer Spielzeit. Das Ganze in Verbindung mit dem unter 4,5, 2,0 die Quote und 2 Units der Einsatz. Atletico Madrid hat spannende Wochen vor sich in der Champions League und jetzt auch im Pokal-Halbfinale. Das Hinspiel spielen sie daheim, also im Wanda Metropolitana, da empfangen sie Athletic Bilbao. Ja, und man muss einfach mal sehen, Carsten, Real Madrid ist raus, Barcelona ist raus aus dem Pokal. Das heißt, es ist auf jeden Fall alles möglich für Atletico Madrid, aber auch für Bilbao. Die waren ja in den letzten Jahren bereits sehr erfolgreich im Pokal. Ja, Pokalmannschaft, also die Basken, das sind Pokalspezialisten. Absolut, ja, super Mannschaft. Und man muss sich einfach nochmal vor Augen führen, dass Atletico Madrid eben für das Ausscheiden von Real verantwortlich war. Bilbao war für das Ausscheiden von Barcelona verantwortlich. Jetzt im Hinspiel glaube ich trotzdem, dass es erstmal darum gehen wird, ja, so ein bisschen abzutasten, so ein bisschen sich auch zu neutralisieren. Ich glaube, dass da keine Mannschaft besonders schnell ins Risiko gehen wird. Atletico Madrid will sicherlich einen Sieg holen, vor allem Schakulisse. Bilbao wäre auch schon mit einem Unentschieden zufrieden. Bilbao verfügt über eine sehr, sehr gute Defensive und deswegen sage ich, dass Atletico Madrid mal mindestens einen Unentschieden holt. Doppelte Chance 1x, gehen bewusst aber nicht auf den Sieg, weil Bilbao zuletzt wirklich sehr formstark unterwegs war. Und dieses 1x kombiniere ich noch mit dem unter 3,5, also maximal 3 Toren. Da gibt es dann unter dem Strich eine 1,70 und da gehe ich mit 3 Units drauf. Wir bleiben beim Copa del Rey, absoluter Außenseiter, Mallorca. Mallorca empfängt Real Sociedad San Sebastian.
Gebe ich dir bedingt recht mit dem absoluten Außenseiter, also was den Namen angeht, da natürlich, dass Mallorca im Vergleich zu Bilbao, zu Atletico und auch zu Real Sociedad, dem Champions League Achtelfinalisten, schon der klare Außenseiter, aber man darf Mallorca keinesfalls unterschätzen. Die haben immerhin den Tabellenzweiten aus La Liga rausgehauen, also Girona, und die sind vor allen Dingen zu Hause alles andere als leicht zu bespielen. Das liegt in erster Linie an einer guten Defensive, denn in 7 der letzten 8 Heimspiele der Mallorquiner fielen maximal 2 Tore. Dementsprechend glaube ich auch diesmal, dass es eher Torarm zur Sache geht. Real Sociedad wäre, denke ich, auch schon mit einem 0-0, mit einem 1-1 relativ zufrieden, weil man dann die Möglichkeit hat, im Rückspiel das Ganze vor heimischer Kulisse noch zu regeln. Und deswegen sage ich, Real Sociedad holt mindestens dieses Unentschieden. Doppelte Chance x2 in Verbindung mit dem unter 3,5. Und dann bekommen wir eine echt respektable Quote 1,91. Und da gehe ich dann auch mit 3 Units drauf. Wir bleiben beim Pokal, wechseln das Land, wir gehen nach Frankreich, PSG. Und da ist das Thema nach wie vor Mbappé. Es scheint fast sicher zu sein, dass er im Sommer zu Real Madrid wechselt. Was sagt ihr übrigens dazu? Ich meine, wir werden das Thema logischerweise auch noch vertiefen. Das Spiel, was wir jetzt behandeln, lautet PSG gegen Brest. Ja, hatten wir vor kurzem auch schon mal. Und ich kann nur sagen, Brest muss man mit sehr viel Respekt begegnen. Ja, Carsten, zum wievielten Mal ist jetzt angeblich schon fix, dass Real Madrid Kylian Mbappé verpflichten wird. Also da sind wir wirklich, da gebe ich nicht mehr so viel drauf, auch wenn sich die Medienberichte jetzt ein Stück weit verdichten, dass das so kommen könnte, bin ich da immer noch ein bisschen vorsichtig, da bin ich auch ganz ehrlich. Er wird auf jeden Fall spielen gegen Stade Brest. Es geht ja für Wir PSG darum, werden das Double unseren zu holen. Spanien-Experten Miguel Gutierrez da mal reinholen. Der weiß mit Sicherheit noch mehr. Absolut, ja, also PSG, Brest, das Duell gab es ja übrigens auch erst vor ja nicht mal 2 Wochen in der Liga, endete 2:2 unentschieden und PSG hatte 2:0 geführt, aber Brest konnte aufholen zum 2:2. Dementsprechend hat man gesehen, dass Brest auch Tore erzielen kann gegen PSG und auch diesmal muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich davon aus, dass wir Tore zu sehen bekommen. Pokalspiel, PSG offensiv sehr stark, defensiv aber durchaus anfällig und es wird sicherlich einige Änderungen geben, vielleicht in der Startformation auf beiden Seiten, deswegen gehe ich in erster Linie mal auf das über 2,5 und ich sage natürlich trotzdem, obwohl Stade Brest eine herausragende Saison spielt, die Überraschungsmannschaft der französischen Liga ist, dass PSG weiterkommt. Deswegen PSG kommt weiter und über 2,5 als Kombiwette, 1,65 die Quote und 4 Units der Einsatz. Übrigens, gerne nehmen wir Kommentare hier entgegen, natürlich auch zu Mbappé und die Real Madrid-Saga rund um ihn. Und in Frankreich gehen wir in den Süden. Da sind wir beim Spiel Montpellier gegen Nizza. Und Carsten, Freunde des gepflegten Offensivfußballs sollten sich diese Partie eher nicht anschauen. Ja, warum? Naja, in der Liga trennen sich diese beiden Mannschaften 0:0. Beide Mannschaften haben ihre klaren Stärken in der Defensive. Auch das gilt es festzuhalten. Und in 7 der letzten 11 Ligaspiele von Nizza stand es sogar zur Pause noch 0:0. Und das ist genau der Anlass, weshalb ich sage, dass auch diesmal wieder in der ersten Halbzeit kein Tor fallen wird. 0:0 nach 45 Minuten, da bekommen wir eine echt respektable Quote von 2,50 und da gehe ich mit 2 Units drauf. In Belgien, da wird auch der Pokal ausgetragen, Brügge gegen Royal Union Saint-Gilloise. Und da tue ich mich schwer, einen Favoriten auszumachen. Ich auch. Ja, und das dementsprechend bin ich mal einfach mit den Quoten gegangen, beziehungsweise gegen die Quoten gegangen, mit den interessanteren Quoten, so würde ich sagen. Denn Royal Union ist in der Liga seit 18 Partien ungeschlagen. Sind auf dem besten Weg in Richtung Meisterschaft oder zumindest in Richtung Führung, bevor die Meisterrunde dann anfängt. Und Brügge, ja, die haben sich deutlich gefangen, hatten einen relativ schlechten Saisonstart, sind mittlerweile aber wieder Dritter, haben allerdings auch schon 13, 14 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Royal Union. Aber man darf eben nicht vergessen, Brügge ist zu Hause noch komplett ungeschlagen. 12 Spiele, 6 Siege, 6 Unentschieden. Trotzdem sage ich, dass im Pokal Royal Union auf jeden Fall in diesem Hinspiel, es ist auch das Hinspiel, auf jeden Fall schon gewinnen kann. Deswegen sage ich Draw No Bet 2, weil es einfach eine sehr, sehr gute Quote gibt. 2,47, sollte es unentschieden ausgehen, gibt es den Einsatz in Höhe von 2 Units zurück. Sollte Royal Union gewinnen, haben wir da, denke ich, einen schönen Gewinn von knapp 3 Units. Und abschließend gehen wir zu einem Pokalspiel in die Niederlande. Feyenoord, für mich ein Club bzw. ein Team, das sehr attraktiven Fußball spielt, Tabellenzweiter, die empfangen Alkmaar.
Da muss man sagen, beide Mannschaften hatten zuletzt ein paar Probleme in der Liga. Feyenoord hat nur eines der letzten vier Heimspiele beispielsweise gewonnen. Alkmaar, da sieht es sogar noch ein bisschen dramatischer aus, denn die haben nur einen Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen geholt, nur zwei Siege aus den letzten zehn Partien. Das heißt, leichte Formvorteile zugunsten der Heimmannschaft. Und ich sage tatsächlich auch, dass es nach regulärer Spielzeit einen Sieger geben wird, nämlich Feyenoord. Sieg Feyenoord in Verbindung mit dem unter 4,5. Abschließende Quote von 1,82 und auch da gehe ich nochmal mit drei Units drauf. Übrigens, Carsten, lass mich das noch ganz kurz sagen. Wenn ihr Tipps haben wollt zum Halbfinale Afrika und Asien Cup, dann schaut mal in unser Shorts-Feed. Da werde ich nämlich bis spätestens Montag oder sogar erst am Dienstag meine vier Tipps raushauen zu den beiden Halbfinals. Wir haben Südkorea noch dabei, wir haben Iran noch dabei, die überraschend Japan rausgeschmissen haben. Also schaut mal gerne rein, lasst ein Abo da und wenn ihr Anregungen, Tipps, Feedback, Wünsche, Kritik habt, dann ebenfalls alles in die Kommentare. Ihr seht, Marcello ist tatendurstig. Also, hier sind nochmal die Spiele, die wir behandeln in dieser Internationalsendung, die Pokalspiele in Europa. Und wenn ihr Bock habt auf den deutschen Pokal, dazu gibt es auch zwei Sendungen hier bei uns auf dem YouTube-Channel der Wettbasis. Die Viertelfinals in Deutschland mit dem Experten Timo Hildebrandt. Euch eine schöne Woche.